Weil ein Messebesucher von der DMEXCO oder ein Messebesucher von der K5, der hat einen Grund, warum er auf diese Veranstaltung geht, warum er sich die Zeit nimmt, warum er sich da Dinge anschaut. Und mit dem muss ich dann ins Gespräch kommen, mit dem will ich dann ins Gespräch kommen, weil es ist der Entscheider, das ist wahrscheinlich der Entscheider oder auf jeden Fall ein wichtiger Entscheidungsbeeinflusser. Und will mit dem dann natürlich in Austausch kommen, was er da, warum er dort war und was er gesucht hat. Und wenn das natürlich das ist, was im Endeffekt meine Firma da abdecken kann, dann habe ich natürlich ein wunderbares Match. Ja, man muss ja mal bedenken, Messen werden ja teilweise auch so ein bisschen auch unter den Tisch gekehrt mit diesem ganzen digitalen Marketing und so weiter, ja. Aber ein Entscheider, der sich bei so einer Messe anmeldet oder ein Mitarbeiter oder was auch immer, der bezahlt dann nicht nur das Geld für die Messe, was auch immer, das sind ja teilweise auch horrende Summen, die man da zahlen muss, um da reinzukommen oder sowas, ja. Sondern auch die Zeit, ne? Die Zeit, die Opportunity-Kosten, die so ein Entscheider dann aufwendet, wo er nicht operativ tätig sein kann. Und das ist ja natürlich dann schon ein Indiz dafür, dass er auch irgendwie Bedarf hat irgendwo, ja. Und wie auch immer der irgendwie noch schlummern möge oder sowas, ja. Und du hast es schon angesprochen, das Wichtige ist dann da sozusagen von diese Connection, diese Verknüpfung von offline dann zu online, dann rein den Kontakt ins CRM-System, in dieses ganze Vertriebsmarketing voll verknüpft. Dass ich auch immer wieder mit Kunden, wo ich in letzter Zeit gearbeitet habe, dass er auch teilweise die Abteilungen Vertrieb und Marketing innerhalb von zum Beispiel IT-Dienstleistern immer noch zu sehr in Silos arbeiten, was eigentlich undenkbar ist. Also man sollte eigentlich so eng wie möglich. Magst du vielleicht noch so zwei, drei Nuggets, hast du eigentlich schon gesagt, also automatisierte E-Mails und dann vielleicht noch sehen, wo der auf der Messe dann welche E-Mail geöffnet und dann auch noch auf welcher Webseite er auch noch wie oft war oder sowas. Magst du vielleicht noch von HubSpot, gibt es da noch so vielleicht zwei, drei Nuggets, die sonst niemand so weiß, wo du von HubSpot also extremst geliebt hast oder wo du gesagt hast, okay, die zwei Funktionen dabei HubSpot, die haben mir mein Leben um zehnfach erleichtert oder CRM. Ja gut, ich meine, das Wichtigste im CRM ist, dass ich natürlich den Kontakt und die Kontakthistorie habe, aber wenn ich jetzt natürlich da gerade wieder so Rundmails oder so rausgeschickt habe, dann habe ich da Links drin, da habe ich da Dokumente drin, dann sehe ich genau, kann ich genau sehen, welche Dokumente wurden geöffnet, dann kann ich genau sehen, welche Links wurden angeklickt und da kann ich mal, wenn ich verschiedene Themen ein bisschen reingepackt habe, ein bisschen gestreut habe, kann ich schon ein bisschen vorgefühlen, was hat denn eigentlich interessiert und dann kann ich den natürlich auch viel gezielter ansprechen oder kann auch darauf mal ansprechen, ob ich ihm genau zu dem Thema noch weiteres Material oder natürlich gerne natürlich sofort ein Expertengespräch. Ja. Mit auch einem weiterführenden Experten, weil ich bin ja eigentlich nur Sales. Ja. Ich habe ja jetzt nicht die Ahnung eines Technikers von uns zum Beispiel, da zu vermitteln. Und das ist natürlich jetzt der nächste Schritt. Ich meine, man hat sich schon mal gefreut früher bei CRMs, wie damals zum Beispiel in Microsoft Dynamics oder so, dass ich überhaupt mal Dokumente, dass ich überhaupt mal E-Mails verknüpfen kann. Aber jetzt auch dann dieses Tracking. Das ist einfach auch was einem wirklich die Arbeit nochmal ganz, ganz stark abnimmt. Ja. Ich find ja auch, also es gibt ja mittlerweile wirklich auch DSGVO-konforme Tracking-Möglichkeiten, wie man dann letztendlich Besuche auf die Webseite dann verknüpft mit egal was bereits im CRM vorhanden ist. Selbst wenn es jetzt dann wieder ein anderer Standort ist oder ein anderer Mitarbeiter und so weiter. Also ganz, ganz super wichtig, top, dass du da. Ja, E-Mail ist ja eine schöne Sache, weil ich meine oftmals, ich meine gerade wenn man da so irgendwo so Messeteilnehmerlisten hat, dann habe ich erstmal den Namen, dann kriege ich vielleicht noch die Position irgendwie über LinkedIn, über Xing, über irgendwelche anderen sozialen Medien, über Internet raus und bin dann häufig aber auch unten noch erstmal beim Switchboard und da die in der Zentrale dann auch nicht so gerne telefonisch durchspielen, sagen dann natürlich auch viele, ja schicken Sie erstmal vorab was per E-Mail und dann habe ich aber auch schon das Opt-in, dass ich dann sagen kann, wie mit Ihrer Kollegin besprochen, übersende ich Ihnen und das ist dann auch zum Beispiel schon mal auch ein Schlüssel. Ja, also in dem Zusammenhang noch eine kurze Frage, was ich in den letzten Jahren auch als letztes Jahr wieder Erfahrung machen durfte mit Kunden von mir, also IT-Dienstleistern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte.
Minuten irgendwie. Ja, ja, was weiß ich. Ich kenne den ganzen Scheiß nicht. Das ist Cut. Okay, ich habe mir auch schon einen Wolf abgeschwitzt. Okay. Ich mache Sprechpause, weil das ist dann mein Cut in der Spur. Ja. Deswegen. Also du schaust, dass ich verrückt bin oder sowas nicht. Okay. soll ja auch Spaß machen. Okay, warte. Ja, genau. SAP, wo haben wir es denn? Ja, nee, passt super. SAP, genau, ist ja viel leichter, dass jemanden einer Firma SAP-Produkte zu verkaufen, die bereits SAP haben. Und dann haben wir es eben so geschafft, dass man relativ easy, im Gegensatz zu Firmen, die aversiv sind gegen SAP, ne, dass man die sozusagen dann erst gar nicht grundsätzlich rausnimmt aus der Liste oder sowas. Und dann hat man sozusagen insgesamt schon wieder so einen kleinen Hebel drinnen und solche Geschichten. Ne. Also das ist letztendlich, da gibt es viele, viele Rädchen, die man so ein bisschen schrauben kann. Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, dein Blickwinkel zum Thema Bezahlungsmodelle. Weil ich habe nämlich auch gesehen, bei diesen IT-Systemhäusern, da gibt es teilweise dann bei unterschiedlichen Vertrieblern unterschiedliche Bezahlungsmodelle, die ausgehandelt wurden. Also letztendlich nicht alle haben irgendwie das Gleiche. Ich habe aber auch schon mit IT-Dienstleistern, SAP-Dienstleistern zusammengearbeitet. Dahingehend nenne ich ja nie Namen, ja. Die letztendlich grundsätzlich immer das gleiche Modell hatten für jeden Vertriebler, dass das eben dann auch kohärent ist. Aber einmal wurde mir zum Beispiel auch ein Vertriebsmodell genannt, da wo man letztendlich nicht nach dem Umsatzvolumen dann, weil das ist dann meistens ist es ja auch sozusagen irgendwie ein teilweise boni-behaftetes Modell oder sowas, in irgendwelcher Form auch immer, gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ja, kann man sich drüber streiten, welche die besten Modelle sind. Aber da habe ich zum Beispiel von einem Vertriebler gehört, dass der nicht aufgrund des Umsatzvolumens, das er dann gebracht hat, im Jahresende nochmal einen Bonus oder auch nicht Bonus bekommt, sondern aufgrund der Anzahl der Deals. Ja, zum Beispiel in so einem Bereich wie SAP, CMS oder CRM oder eShop oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du da einen Blickwinkel drauf oder vielleicht wie du am liebsten, was dein präferiertes Modell wäre oder sowas, ne? Weil ich sage mir immer, okay, also wenn ich jetzt halt quasi 10 Deals bringe, die aber jeweils 10.000 wert sind, dann ist es 100.000, aber wenn ich nur einen Deal bringe, der ist 1 Million wert, habe ich trotzdem 10-mal mehr gemacht, ja. Das hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen, dieses Modell, das mir da erklärt wurde von diesem einen Vertriebler, ja. Weil in der Regel ist es ja so, es geht ja nach Volumen, oder ich würde auch sagen, dass die da auch ein bisschen kreativer sind teilweise, die Dienstleister diesbezüglich, weil bei den Herstellern, sei es jetzt Adobe, SAP oder Salesforce oder you name it, Microsoft, da gibt's in der Regel eigentlich nichts anderes, außer nach Volumina zu provisionieren oder zu was auch immer zu bezahlen. Das sind ja dann auch so teilweise, muss man nochmal unterscheiden zwischen USA-Modellen und mehr so europäischen Modellen. Die sind dann meistens auch ein bisschen gnädiger und softer und so weiter. Bei den USA-Modellen ist ja viel auch 50-50. Ja? Also das heißt, hopp oder top, entweder du performst, dann machst du einen Haufen Kohle, oder du performst nicht, dann kannst du halt gerade so deine Miete bezahlen. Das ist ja so das typische US-Modell, was halt auch dann viele, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Job hast oder wie auch immer, dann von den US-Herstellern oder sowas, ja. Da so ein bisschen die Ding. Vielleicht hast du da noch irgendwie so einen Blickwinkel, wo du sagen würdest, okay, das wäre für mich das ideale Bezahlungsmodell oder faires oder nach deiner Meinung auch, sagen wir, auch ein zielführendes. Darum geht es letztendlich, ne? Dass sozusagen die Anreize, die richtigen Anreize geschaffen werden, für alle Beteiligten eben dann auch entsprechend zu performen. Ja, das ist jetzt eine ganz interessante und eigentlich schwierige Frage, weil mache ich es jetzt rein auf Anzahl Deals, dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt einen DAX-Konzern habe oder ob ich jetzt die Werkstatt um die Ecke im Endeffekt als Deal, als Lead bringe. Mache ich es über einen Umsatz, dann ist natürlich immer der Punkt, dass natürlich vielleicht man sich immer zu stark auf den Umsatz fokussiert oder die Entscheidungswege gerade auch bei so einem DAX-Unternehmen oder so sind natürlich auch über verschiedene Ebenen. Es dauert auch viel länger, bis da alle Ebenen zu
Möglicherweise ist vielleicht auch der Druck im Endeffekt von Mitbewerbern auch an dieses Projekt, an dieses Budget zu kommen, viel, viel höher, dass man dann auch im Pitch dann irgendwo dann scheitert. Ich denke, irgendwie sollte man vielleicht so irgendwie ein Mischmodell machen, dass man irgendwie so eine Mischung aus Anzahl Leads und Lead dann aber auch vielleicht dann ein bisschen wertet von der Summe, wenn man gewisse Summen, also Forecasts oder so, dann auch erreicht hat. Und es ist dann auch die Projektsummen, nicht unbedingt auch dann die abgeschlossenen Summen, weil so ein Projekt kann dann im Endeffekt im Pitch dann, wenn man dann im Endeffekt dann so ein Konzern, so einen DAX-Konzern durchpitcht und dann im Endeffekt in der Endausscheidung scheitert man dann gegen einen anderen Mitbewerber, dann hat man aber wahrscheinlich vorher trotzdem 5 Stufen durchgepitcht und hat einen Haufen Energie und Mühe reingesetzt, und das sollte halt natürlich auch irgendwo honoriert werden, auch wenn es dann sich nicht fürs Unternehmen in bare Münze auszahlt, aber ist halt so, weil das Leben ist so und die Entscheidungen fallen so. Ja. Dann würdest du auch eher tendenziell zu tendieren, dass so ein 80-20-Deal besser wäre wie, oder 70-30 wie ein 50-50, oder? So. Ja, nein, mir geht es eigentlich eher darum, dass man jetzt irgendwo auch sagt, okay, ein Deal jetzt mit einem Umfang von 500.000 ist jetzt ungefähr so viel wert wie drei oder vier kleine Termine oder so nach dem Motto, und dass man das Ganze irgendwie kumuliert. Aber auch natürlich rechnet, die kleinen Termine haben wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dann im Endeffekt durchgeht, weil man da nur selber dran ist, während jetzt, wenn dann ein Bayer-Konzern oder wenn jetzt ein Ding da irgendwo dann Otto-Konzern oder so irgendwas ausschreibt, dann sind da natürlich auch sämtliche Mitbewerber mit dran. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwie nach drei, vier Pitch-Runden dann irgendwo doch aus der Entscheidungsfindung fällt und mal aber die ganze Arbeit vorher trotzdem gemacht und gehabt, ist halt auch immer ein Thema. Ich glaube, solche Formeln lassen sich auch in so Tools wie vorhin genannte Tools wie HubSpot und ähnlichen auch sehr gut damit einbauen, glaube ich, mittlerweile. Ja, also das ist auch sehr interessant dann. Ja, dass man da erstmal Forecasts natürlich auch einsetzt, dass man natürlich auch Terminanzahlen und dass man natürlich auch irgendwo Kooperationen, wenn ich da jetzt zum Beispiel jetzt einen Deal angeschoben habe und das geht aber zum Beispiel ins Gebiet von Kollegen und der macht da weiter und ist aber vielleicht durch meinen Erstkontakt dann erfolgreich, dass man da vielleicht natürlich auch noch prozentual irgendwas mit dazu verbinden kann. Weil, was ich auch ein unfassbar interessantes Thema finde, ist dieses ganze Thema Inside Sales. Also Inside Sales ist ja auch nur ein Wort, ein Begriff, ne? Was versteht man darunter? Letztendlich, das sind so die Setter, ja, oder die Pre-Setter oder sowas, was man Neudeutsch sagen könnte. Ja? Also die definitiv nicht closen irgendwelche Deals, auch teilweise gar keine, nicht mal Angebote schreiben, manchmal schon. Das hängt immer, je Ach du, das nachdem, geht von bis, wer es also von meiner ist. Meinung Ja, nach, ja. genau. Aber dass die manchmal in Anführungsstrichen auch so ein bisschen so die Hardcore-Arbeit erledigen müssen. Ja, so ein bisschen Cold Call und Kaltakquise und so weiter. Und dann hier die richtigen Anreize zu schaffen, sozusagen, die aber auch gleichzeitig wiederum fair sind, ne? Wo man dann sagt, okay, wie war jetzt wer wie anteilig da an dem ganzen Deal dann? Weil es ist immer wieder bei dem Thema, es ist eine Zusammenarbeit. Richtig. Keiner macht es allein. Ja? Und deswegen ist es auch umgekehrt, wenn mal ein Deal nicht passiert, auch umso umgekehrt dann nicht so zielführend, dann den Finger nur auf eine einzelne Person oder auf einen einzigen Unit oder nur auf auf ein einziges Glied in der Kette zu zeigen, sondern man muss immer das gesamte Glied dann auch fairerweise betrachten. Das wäre dann wieder so ein Thema Coaching und Consulting oder Strategie oder was weiß ich, oder Prozessoptimierung oder sowas, ne? Eher so ein beraterisches Thema oder. Genau, also das ist bestimmt auch ein Thema, es ist nicht nur bestimmt, es ist garantiert ein Thema, wo ich jetzt nicht einen wüsste. Ich habe schon mit vielen Dutzenden von Inhabern zusammengearbeitet, die da sozusagen immer so eine kontinuierliche Baustelle, sagen wir es mal so, haben, ja, oder Optimierungsbedarf. Ja. Und von daher, ja, vielen Dank, Michael. Und freut mich sehr, danke fürs Gespräch, danke für die Zeit, und ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ja, weiter so, ne? Also top.